Honey, be my Kai. Be my Kai. Be my Kai. Be my Kai. Zumindest ist es schon mal hell. Aber immer noch viel zu früh. Warum steht man immer so früh auf? Lass mal weiter schlafen. Juri ist so nett und räumt meinen Schreibtisch auf. Bist du aber ein netter Juri. Ich weiß nicht, warum er so knautschig ist. Einfach keine Reinlichkeit. Meine Schwester ist reinlicher. Moment, das müssen wir nochmal klären. Oh, Juri! Oh, Juri! Kann man nicht jemand anrufen, dass es von alleine vibriert? Das wäre schon sinnvoll. Han, wollen wir jetzt los? Ja, bitte. Okay. Jo! Endlich unterwegs! Ja, wir haben ein bisschen länger gebraucht, um loszugehen, weil... Wir haben ja jetzt den Sonderfall, dass ich halt vorher noch was drehen musste für die Uni. Und es wird halt öfters jetzt vorkommen, aber das habe ich ja schon vorher gesagt. Wir sind immer noch gespannt, was uns erwartet. Jetzt brauchen wir das Geld und wir müssen zum Bahnhof. Wir brauchen Geld! Juri, lass uns anschaffen gehen. Nein. Hat er nicht gesagt. Okay, bis dann. Komm rein. Ich kann nicht. Jo, es war eine wunderbare Busreise. Es war so eklig. Unter der Klimaanlage ist immer eklig. Han hat Probleme mit Klimaanlagen. Wenn man uns überhaupt jetzt versteht an der Straße. Juhu, Bahnhof. Was passiert? Scheiße, die Qualität. Ja. Das können wir eigentlich. Das können wir überhaupt nicht. Wir können gar nichts. Oh. Oh, wir sind so ziemlich angekommen. Ja. Und es ist noch nicht so wirklich viel los. Ja, wir werden mal sehen, was uns erwartet oder ob wir doch noch mal reingehen müssen, wenn hier vorne nicht so viel los ist. Ja, wir sind halt gespannt und ich hoffe, dass wir den Main nachher sehen, dass wir da ein bisschen chillen können, weil sonst bin ich sehr traurig. Okay, wir finden unsere Quelle, wie es aussieht. Dum, dum, dum. Es gibt einfach einen Park hier hinten an. Convention ohne Park oder irgendwas, wo man chillen kann, wäre ja auch furchtbar. Aber es ist nicht groß. Das war's schon. Ist das geil. Thank you.
Cosplay? Cosplay setzt sich eigentlich aus den zwei Wörtern zusammen, Custom und Play, was ja dann schon heißt Kostümspiel. Heißt, man verkleidet sich wie Anime, Manga, Serien, irgendwelche Charaktere halt aus dem Raum, auch aus Videogames. Cosplay ist eigentlich eine Art von Kostümieren. Man verkleidet sich als Anime, Manga-Charaktere, zum Beispiel hier ganz einfach Lelouch zum Beispiel aus Cookies. Jeder darf das machen, was er will, jeden Charakter, also sonst was. Zum anderen zählt es halt eben auch dazu, diese Conventions, wo wir zum Beispiel jetzt drauf sind, sich zu treffen, auszutauschen und so weiter und so fort. Das ist so ganz grob einfach mal. Und für mich ist Cosplay, wenn man sich als Charaktere aus Serien oder Filmen, Animes, Mangas verkleidet und eben in diese Rollen schlüpft, also Costume-Play. Wie hat das bei dir angefangen? Also wie kommt man halt überhaupt darauf? Also ich weiß nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Ich weiß nur, als ich klein war, habe ich immer Power Rangers geliebt und ich wollte mal Power Ranger sein. Ich habe mir vorgestellt, so, oh, ich will Power Ranger sein, das ist voll toll und alles. Und dann über die Jahre kam es halt immer mehr mit Anime, Manga und ja, und dann habe ich halt immer so zum ersten Mal auf einer Convention gewesen, weil eine Freundin mich mitgeschleppt hat, weil es ihr Geburtstag war und sie gesagt hat, schlag dich ein, wir gehen hin. Und dann habe ich diese ganzen Leute überall gesehen. Es war für mich so, ich möchte auch ein Teil davon sein, ich möchte das auch machen. Da hat so was bei mir eigentlich angefangen. Das fing vor 3 Jahren an. Da war ich eigentlich war ich am Wochenende auf der Arbeit. Und ich war im Frankfurter Palmengarten und da war gerade so ein Cosplay-Treffen. Ich habe zufällig welche kassiert, habe die gefragt, was das ist, weil das hat mich sehr interessiert und dadurch kam ich damit in Kontakt, habe mich dann immer weiter damit befasst und bin dann so ein Stückchenweise da reingerutscht und fand es dann selber. Bei mir war es ein bisschen länger, also ich wusste, dass es existiert, Es war da, ja gut. Und dann bin ich in Frankfurt an einem Geschäft vorbeigefahren durch Zufall und da waren halt so Schriftzeichen und Kostüme. Und ich meinte zu meinem Vater so, hey du, halt an, da gehe ich jetzt rein. Ich ging rein, ich kam nicht mehr raus. Und was bedeutet für dich? Für mich ist es so wie so ein halber Ausflucht sozusagen, so ein bisschen von der realen Welt, von meiner normalen Arbeitszeit, von irgendwas vom Stress von der Arbeit. Einfach mal, um ein Wochenende zu genießen, mal jemand anders da zu sein, Spaß zu haben, sei es singen, tanzen, einfach nur Leute treffen, ein bisschen was einkaufen drin. Also für mich ist es schon so wie so ein Ausflug mal vom Moment von meinem normalen Leben. Cosplay ist mein Hobby. Ist jetzt eigentlich ein Großteil meines Lebens geworden. Ich verdanke Cosplay sehr viel. Zum anderen, weil es auch mich bei vielen Sachen unterstützt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mich einfach schlecht fühle, sage ich einfach, okay, komm, ich versuche das irgendwie zu, in eine andere Richtung zu leiten. Und da sage ich dann einfach, okay, ich schlüpfe mal in mein Kostüm, mach meinen Charakter und bin dadurch glücklich. Außerdem habe ich dadurch viele neue Freunde kennengelernt. Und auch meine heutige Freundin habe ich dadurch kennengelernt, was ich sehr, sehr toll. Cosplay bedeutet für mich, dass ich eben auch in andere Rollen schlüpfen kann, dass ich aber auch neue Leute kennenlernen kann, neue Bekannte in ganz Deutschland oder auch international. Und auch die Conventions, das Fotoshooting gehört für mich auch dazu. Das Herstellen von den Kostümen, also das ist schon, hat einen ziemlich großen Teil in meinem Leben eingenommen. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview. Kein Problem. Kein Problem. Cool, danke. Drehen! Ja! Drehen! Okay. Da bin ich richtig mitgemacht. Jo! Wir machen jetzt gerade eine Pause. Das war echt cool, was für geniale Leute wir wieder getroffen haben. Einfach ziemlich gut, ja. 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 Juhu! Juri, versteck dich nicht! Wir gehen jetzt ins Maid-Café! Essen, trinken, immer gut! Wir haben nämlich Hunger. Und vor Wut. Macht keinen Sinn. Guck mal, Rin hat eine Papiertüte auf dem Kopf. Wie geil! Und ja, essen, 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 essen. Thank you.
endlich wieder ein bisschen locker. Ja. Ja, wir chillen ein bisschen mit unseren Leuten hier, die wir so frisch oder mehr oder weniger frisch kennengelernt haben. Hanami kennengelernt. Auch mit roter Wigfeld. Stimmt. Aber da war so ein Kerl. Und Lulu haben wir heute kennengelernt. Hi! 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 Und wie man sieht, wir haben ein bisschen gedreht. Ja. Für mein Uni-Projekt. Hallo! Ach so. Juri, es tut mir leid. Naja. Zu spät. Es ist sowieso ein bisschen... Liebe. Kannst vorbeigehen. Ja. Wie Maikai. Das war meine Erfahrung, ne? Ja, war heute ein bisschen mehr Action als sonst. Also auch ein bisschen mehr Arbeit als sonst. Aber es war halt schwierig, weil wir halt zwei Sachen halt parallel gefilmt haben. Es war so cool, was für Leute man getroffen hat. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Also an alle, die wir auch da neu kennengelernt haben und auch die wir vorher schon kennengelernt haben und wieder getroffen haben. Vielen lieben Dank, es war super, super cool mit euch. Eine Umarmung! Ihr wart super cool und wir hoffen auch, dass wir euch wiedersehen. Und wenn wir schon an der Stelle sind mit Gedanken, bedanke ich mich ganz herzlich nochmal an die Chrissy. Sie hat halt dieses Cosplay eigentlich selbst genäht und hat mir das zur Verfügung gestellt. Also, Dankeschön, so ein Schatz! Weil wir haben halt auch was Neues ausprobiert. Wir waren bei dem Make-Café. Es war erst so ungewohnt, aber es war schon ziemlich cool. Also, dass man auch mit den Besuchern auch da kann man irgendwie noch schneller ins Gespräch, als man eh schon kommt, wenn man auf einer Convention ist. Das war sehr interessant. Wir haben uns das erste Mal auf einer Con gewesen, wo wir uns keinen Händlerstand angeguckt haben. Das war so. Also, aber wir hatten eigentlich auch keine Zeit. Wir hatten diesmal richtig nicht so viel Zeit für sowas, weil eben das Projekt da noch war und wir haben es dann wirklich sehr viel und intensiv auch mit anderen Cosplayern und anderen Leuten unterhalten haben. Und das war uns wichtiger. Das war ja viel, viel besser. Und es ist schon wieder sackspät geworden. Natürlich, aber das ist eben Convention, ne? Ja, also. Ja, wir waren noch essen. Wir waren natürlich so Candlelight, Victor und Juri. Genau, Juri waren und Victor. Wir noch eben essen. Waren wir noch essen? Dann wird es natürlich auch spät. Ja. Passiert halt. Ja. So, es war eine sehr schöne Erfahrung. Und die nächste Convention wäre halt der Cosplay für uns. Aber dazu kommt ja noch ein kurzes Infovideo. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Und ich hoffe, man sieht sich wieder. Und bis dahin, haut rein. Und gute Nacht. Ausziehen. Jetzt. Juri will, dass wir uns ausziehen. Jetzt sofort. Vor der Kamera? Wow! Such a nervous! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das habt ihr jetzt nicht gesehen! Bis dann!